Oliver Pocher, noch keine Einigung mit Amira, bittere Andeutung zu Christian Düren. Wie sollte es auch anders sein, Oliver Pocher kam in der neuen Folge seines Podcasts erneut auf Amira Pocher und die Scheidung zu sprechen und deutete an, dass Christian Düren eine Rolle dabei spielt, dass es hier und da noch keine Einigung gab. Oliver Pocher, Scheidung mit Amira Pocher noch nicht durch, sind noch verheiratet. Eigentlich könnten Oliver Pocher, 46, und Amira Pocher, 31, nun langsam, aber sicher nach vorne schauen, denn am 29. Juli fand ihr offizieller Scheidungstermin statt. Doch nun gab der Comedian in der neuesten Folge seines Podcasts Die Pochers, frisch recycelt zu, dass das Thema offenbar noch lange nicht durch ist. Als ihn Sandy Meyer-Wölden, 41, auf den aktuellen Stand mit Amira anspricht, erklärt Olli: Es muss erst noch eine Rechtskraft verkündet werden. Stand jetzt sind Amira und ich immer noch verheiratet. Ich hätte ja gerne das schon längst durchgehabt. Doch an ihm liegt es nach eigener Aussage nicht. Dass die Scheidung noch nicht abschließend durch ist, sondern an Amira, und offenbar auch mit an ihrem neuen Freund Christian Düren, 34. Vielsagende Andeutung zu Christian Düren. Laut Oliver Pocher hätten er und Amira sich vor Gericht auf einige Dinge geeinigt, doch mittlerweile sei die 31-Jährige wieder zurückgerudert. Und dann verzögert sich das, so der 46-Jährige. Auch Cindy meint, das ist immer das Problem, wenn Anwälte involviert sind. Olli habe bereits die ein oder andere Diskussion mit Amira geführt, weil ich habe eigentlich nur drei Punkte, die mir wichtig waren, unter anderem das Namensthema. Schon vor Wochen hatte der fünffache Vater gefordert, dass seine noch Ehefrau nach der Scheidung den Nachnamen Pocher ablegt. Dies schien zuletzt auch beschlossene Sache zu sein, doch Ollis neuesten Aussagen sprechen eine andere Sprache. Und damit nicht genug, ich verzichte wirklich auf sehr viel Geld, um einfach auch Frieden zu bekommen, regte sich Oliver Pocher weiter auf. Cindy hingegen stellte klar, dass es schön sei, wenn er und Amira das Ganze unter sich und nicht von Podcast zu Podcast klären würden. Und daraufhin deutete der 46-Jährige an, dass auch Christian Düren eine Rolle spielen würde. Das versuche ich ja. Ich habe ja einen persönlichen Kontakt. Aber da ist auch ehrlicherweise der aktuelle Lebensabschnittsgefährte nicht besonders hilfreich in der Situation. Seitenhieb gegen Amiras neuen Freund: Wenn berühmte Frauen sich trennen, dann ist er immer sehr schnell dabei. Olli sei nach eigenen Angaben immer sehr gesprächsbereit und kompromissbereit. Doch er gibt die Hoffnung auf eine schnelle Scheidung nicht auf. Nächste Woche vielleicht die Pochers. Frisch geschieden. Wir arbeiten daran. Doch trotz der hoffnungsvollen und versöhnlichen Worte konnte sich Oliver Pocher einen weiteren Seitenhieb gegen den TAF-Moderator nicht verkneifen. Als Sandy im weiteren Gesprächsverlauf erklärt, dass sie und die Kinder tatsächlich zurück nach Deutschland ziehen werden, geht es plötzlich wieder um Christian Düren. Es sind alle hier. Amira ist mit Christian hier direkt um die Ecke. Das ist doch das Wunderschönste, so Olli. Das war der ausschlaggebende Punkt. Jetzt hast du mich erwischt, witzelte Sandy darauf hin, dass du näher dran an Christian bist und Amira. Gefundenes Fressen für den Entertainer: An Amira sind wir alle sehr gerne. An Christian nicht ganz so, aber an Amira schon. Aber das Schöne ist, wenn du dich trennst, ist Christian einer der Ersten, der in deiner Timeline drinnen ist. Das macht er immer ganz gerne. Wenn berühmte Frauen sich trennen, dann ist er immer sehr schnell dabei. Oha, ob Amira, die aktuell mit ihrem Freund in Österreich urlaubt, in ihrem Podcast Liebesleben auf Ollis Spitzen und Enthüllungen reagieren wird? Nicht unwahrscheinlich. Verwendete Quellen: Die Pochers. Frisch recycelt, exklusiv bei Podimo.